Jetzt machen wir erstmal hier den Chip rein. Das haben wir alles gemacht. Jo. Na dann. Im Viper-Laufwerk wissen Sie immer, was Ihre Nachbarn über Sie sagen. Atlas, hochmodern. Bin drin. Wow, Anti-Schwerkraftantrieb. Komfortausstattung. Oh, und die Stimme klingt auch gut, oder? Nicht irgendwie verändert? Deine Stimme klingt etwas nervös. Ach, danke. Ich denke, ich krieg das in den Griff. Also für die Akten, das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht die Sonde oder so. Okay, alles klar. Oh, Munition. Nenn mich Reese-Sphäre. Oh, nicht der Zungenbrecher. Reese-Sphäre. Halt, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Nenn mich Reese-Bällchen. Wir müssen den Laser aufhalten und dein Kammerschlüsselfragment besorgen. Oh Gott. Reese-Bällchen, ernsthaft? Sphärenscan abgeschlossen. Sehr gut. Komm, hol das Gleitmittel raus und mach Puffbeleuchtung. Das wäre perfekt. Mach den Weg frei. Achtung, treue Maliwan-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Zanara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skagöl und private Kammern mit unseren Service-Bots. Das alles ganz ohne Fragen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So, wo ist die andere Fratze hier? Das ist Bällchen. Komm doch näher! Häng mich an einen Blatt! Ja. Okay, wenn der Schild weg ist, wie schaden wir das Ding dann? Okay, das ist echt viel. So, Nummer 1 tot. Nummer 2 steht hier. Hau das Ding kaputt. Was macht denn der da? Komm. Okay, wo ist das Ding? Den Schütz. Scheiße. Scheiße, scheiße. Was? 900? Okay, Moment. Das hat jetzt Vorrang. 900 kostet die. Wo haben wir noch eine 100er? Nein. Die. Ciao. Gegen eine 900er Waffe. Liebend gerne. Ich bin zur Zeit zum Sterben. Jo, definitiv Zeit zum Sterben. Oh Gott, nein, oder? Nicht euer Ernst. Das sind so viele. Oh, cool. Gut. Ich bin gerade überrascht, was ich da getroffen habe, aber okay.
Sag mal. Du kleines Würstchen. Den Weg haben wir uns recht gut freigemacht. Kurz Munition sammeln. Für unsere wie komme ich denn da rein, bitte? Gibt's da irgendwas, was ich ausschalten muss? Hm. Klingt interessant. Oh, was willst denn du? Nein, definitiv nicht. Ach, Leute. Komm, hau den weg. Ach da. Ich hab's noch drauf. Hehe. Freunde. Ach, das trifft gar nicht hier durch. Was? Lädt der so schnell auf, oder was? Feuer frei, Kumpel! Ja. Knapp. Wo sind die anderen? Hallo? Das war echt ein knappes Spiel. Erstmal hier suchen. Die warten bestimmt oben. Komm bitte, danke. Nein. Nein. Also ich denke, vom Spielprinzip her ist es Richtung Destiny, kann das sein? Könnte das hinkommen? Weil das Spiel an sich macht echt viel Spaß. Und ich freue mich auch schon auf die DLCs. Also die werden auch gezockt, definitiv. So, ihr seid oben. Dann kommt der Papa mal hoch. Ich brauche Feuerschutz! Ich bring dich um! Geschaffen!
Shit. So. Das war's. So schnell wird man euch los. Na, Kumpel? Wie geht's, wie steht's? Also, was haben wir hier noch liegen von Waffen? Nee, nee. Nee. Das sieht schon besser aus. Das, ja. Dann lasse ich mit mir reden. Was kann ich wegschmeißen? Die definitiv nicht. Ach komm, der Schild geht weg. Komm, der ist noch schlechter. So, perfekt. Etwas interessiert mich trotzdem noch. Wie kriege ich den Raum unten freigeschaltet? Hier ist nämlich das da. Ist das nicht mit der Waffe hier vielleicht? Die macht ja Schilde kaputt. Nein. Gut. Hier ist auch nichts zu sehen. Okay, dann lassen wir das. Okay, wo ist jetzt dieser Computer hier? Der ist doch... Ach, hier. Gut, dann zeig mal, was ihr habt. Was? Nun gut. Do it. Hier drüben, folge Reese-Bällchen. Alles klar, Bällchen. Nicht am Loot vorbeifliegen. Der ist wichtig. Da könnte Kohle drin sein. Und ich liebe Kohle. Der Raum hier ist mir schon relativ groß, um nur dran vorbeizufliegen oder zu laufen. Oh Scheiße! Katagawa hat eine Firewall installiert. Wir müssen die Server zerstören. Hier lang. Ich öffne die Tür. Wenn das eine Firewall ist, dann müssen wir das ja unten auch machen, oder? Kann das sein? Das war sowas von klar. Hallo Maliwan. Ja, das hast du gut errechnet. Was zum... ist das? Fuck. Hallo, viel Spaß. Ah. Ciao. Nimm das, du Widerling. Huiuiui. Also für Leute wie diese ist diese Waffe perfekt. Du explodierst nicht, ne? Also die 400er geht mit und das 600er Teil. Was haben wir denn hier?
Plastik. Okay. Dann haben wir hier eine 489er Waffe. Was können wir wegschmeißen? Mhm. Dass wir den drehenden Zahlen, das ist leicht nervig. So. Schauen wir uns mal um, was wir hier finden. Geht das hier überhaupt in die richtige Richtung? Ja, nein, das geht nicht in die richtige Richtung, aber ich laufe das trotzdem ab. Man weiß, was man findet. Oder wer weiß, was man findet, besser gesagt. Ah, cool. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Okay, geschlossene Tür. Das war's mit dem Umweg. Gehen wir mal in die andere Richtung. So, an Vielfalt an Gegnern mangelt es in diesem Spiel definitiv nicht. Vielleicht finde ich hier noch Munition für unsere Sniper. Oder auch Geld, das ist auch gut. Das nehme ich auch immer gerne. Man kann nie genug Geld haben. So. Wieso sind die rot? Oh, cool. Das sieht nach einem Terminal aus. Nach Kohle. Was ist das? Nee, geht nicht mit. Ist jetzt nicht so besonders. Sonst hätte ich es mitgenommen. Nein. Ja, wie schaltet man am besten Server aus? Nuklearfässer. Sind äußerst effektiv. Und jetzt? Gut gemacht. Und jetzt zurück. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Franz Frogurt. Alles aber nicht Franz Frogurt. Ich meine, die haben doch diesen... Wähler Feuer in 3, 2, 1. Frische Brüchte und drunter dann wieder... Oh Mann! Ach ja. Der verliert irgendwie in letzter Zeit so viel. Das ist leicht. Wenn wir Katagawas Laser nicht aufhalten, teilt er das Atlas-Hauptquartier in zwei Doppelhaushälften. Vorstehende leben nicht in Doppelhaushälften. Außer vielleicht der von Tidior. So, ich muss da gucken. Verflucht. Ich bin immer noch traurig wegen Franz. Aber es geht um den ganzen Planeten. Wir können später trauern. Da hast du recht. Ich muss auch mal gucken, ob das hier auch ausgeschaltet wurde. Ja, natürlich. Ah. Hallo und willkommen bei Catering für Katagawa, einer Einführungsserie in 672 Teilen. Wenn du das hörst, wurdest du ausgewählt, auf der Sanara zu dienen, dem Vergnügungsjachtflaggschiff der Katagawa-Flotte. Gratulation! Danke. Befolge diese einfach zu merkenden Anweisungen, dann schaffst du es weit auf der Sanara. Mhm. Lektion 1. Vergiss nie deine Stellung. Die Sanara ist zwar der Inbegriff des Luxus, doch dein Leben ist weniger wert als der balanesische Hartholzboden des Zwischendecks. Der einzige Grund, warum unsere Gäste nicht einfach über dich laufen, ist, dass gute Schuhe niemals einen Stoff von weniger als höchste Qualität berühren sollten. Vielleicht kommst du in Versuchung, den Geschmack des Luxus zu probieren. Lass es. Ein Hauch narianische Zigarre,
ein Bissen hermetischer Rinderfisch, ein Schlückchen Singularity Malt Eternity Scotch für deinen Gaumen und du würdest in den Wahnsinn, Selbstmord oder schlimmer noch, in die Hoffnung getrieben. Also halte dich zurück, erfülle deine Aufgaben und träume bloß nicht von einer Zukunft, die du niemals erreichen wirst. Und viel Glück! Jo, ja, der Aufzug. Mhm.